Möge die Macht mit euch sein. Wir stehen hier ganz genau vor unserem Ziel. Da sollen wir hingehen. Da gehen wir jetzt hin. Schauen, was uns jetzt hier erwartet. Auf jeden Fall ein sehr matschiger Weg. Wir sind noch nicht fertig. Nicht? Okay, okay. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Naja. Meditieren. Auf jeden Fall. Denn an der Stelle speichern wir. Warte mal. Entschuldige, ich muss nochmal rein. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Was haben wir denn hier? Wild. Wild, du verlangsamen kann Call sein Ziel länger. Das hört sich gut an. Maximale Macht, also ja, ich war zu weit. Maximale Macht erhöht. Ich denke, das können wir gebrauchen. So, was haben wir hier sonst noch? Bevor ich da. Ich sehe nach. Gute Leistung. Das ist fein gemacht. Scannen kannst du. Reste einer vergessenen Zivilisation. Zweitens Inschriften. Das Gewölbe besteht aus Granit, einem harten, mineralreichen Stein. Die Innenwände sind mit Metallplatten und Inschriften verziert. Da die Glyphen in keiner galaktischen Datenbank erwähnt werden, ist die Sprache vermutlich nicht überliefert. Nun denn. Opfergaben. Ah. Diese Relikte enthalten Materialien, die nicht von Bogano stammen. Ihre fragile Struktur lässt vermuten, dass sie rein dekorative Zwecke erfüllten und möglicherweise Objekte von religiöser Bedeutung waren. Es wäre denkbar, dass sie im Zuge einer Pilgerfahrt hierher gelangt sind. So mag es sein. So, gehen wir mal rein. Oder so. Das Gewölbe. Diese Struktur steht hier seit Jahrhunderten. Der einzige Weg, das Gewölbe zu öffnen, scheint die Macht zu sein. Okay, wir haben hier einen Punkt 3. Übersehen. Okay, wir haben schnell hier lang. Ist vielleicht noch irgendwas anderes? Ja. Sehr spannend. Wahnsinn. Von der einen Seite aus passiert nichts, von der anderen sind wir auf einmal hier. Ich laufe mal am Rand entlang, vielleicht ist da irgendwo was. Auf jeden Fall eine Menge Wasser. Nein, also am Rand ist nichts. Aber hier in der Mitte, das wird ja schon ordentlich angestrahlt, also soll hier wohl was. Scannen. Geht's dir gut, BD? Gut gemacht, wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme. Einem von vielen verschlüsselten Logs gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Ino Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe... Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Dieser Ort, dieses Gewölbe ist ein heiliger Tempel. Erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Sepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht, eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabter aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test.
Ich vertraue das Holocron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Sepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Sepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Vielen Danke. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Weißt du, ich war allein und das... Tja, ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey. Kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Reiseziel freigeschaltet. Sepho. Okay, schön. Neues Ziel. Archiv 7. Abschied. Geheimnisse des Gewölbes. Mein Freund, ich bin Jedi-Meister. Okay. Das ist. Das war so uns ja kurzzeitig gerade erzählt. Schauen wir mal. Ziel ist das Schiff. Okay. Das sollte jetzt nicht ganz so schwer sein. Gehen wir mal voran. Komm, hier sind wir hergekommen. Ich habe gefunden, was ich sehen sollte. Hört sich ganz so an. Wir warten. Oh. Was? Oh. Da kommt ja auch, wenn ich... So nicht, mein Dicker. Oh, Scheiße. Vielleicht. Sieht ungesund aus. Ich denke hier lang, ne? Hier. Schwupp. Keine Ahnung, wo ich den nutzen kann. Ansonsten. Aber nicht. Okay, das war jetzt doof. Aber Gott. Machen wir mal hier weiter. Okay.
Tja, ich habe keine Ahnung. Verlassene Werkstatt. Ich will jetzt aber auch nicht weiter. Ich seh's mir an. Mein Freund, anscheinend waren die Sepho interessiert an Datomir. Seltsam, dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist: Dunkel. Okay, hier geht noch nichts. War klar. Das müsste klappen. Gut. Zurück wird's schneller gehen. Füchse. Ups. Da ist dieser Maulfrosch. Denke, das schafft er nicht. Okay. Hier umschauen. Und dann wohl. Da lang. Da. Darüber. Dann sind wir da. Das war aber jetzt fies. Aber nicht darauf vorbereitet. Selber gemacht. Was ist das? Hast du was? Bockling-Gang. Bockling-Gänge. Gänge verbinden verschiedene Nester und sind ein natürlicher Schutz vor Fressfeinden. Bocklinge können täglich 5 Meter weit graben. Sie arbeiten in Hecheln oder großen Rudeln zusammen und verbringen etwa ein Drittel ihres Lebens mit dem Bau ihres komplexen Gangsystems. Jo, dann. So, okay, das sind eigene Lobbys. Da ist der Eingang. Du hast bestanden. Ihr wusstet von BD1? Komm an Bord. Wir reden drin. Oh, BD1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, raus hier. Das ist BD1. Einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Buttholegewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holocron aus den Archiven.
Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Druiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Vogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Nutze die Macht. Okay. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holocron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Dazu, bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Seid dabei. Datumir oder Sepho? Du hast die Wahl. Mehr Beiträge. Die Reise beginnt. Cal Kestis, ein ehemaliger Jedi-Padawan, hatte sich seit Order 66 auf... Achso, das ist mit den Schrottsammlern. Und danke, das jetzt hier auch noch die Zusammenfassung von dem, was wir gerade erlebt haben. Okay, Braka, Flora, Fauna, Bogano. Oh, scheiße, hätte ich noch ein bisschen mehr finden können, ne? Charaktere, Karl, BD1, sind die einzelnen, die wir jetzt schon gesehen haben. Archiv 3. Dotomir, Archiv 7, Abschied, okay. Hey Greased, was ist das? Was? Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin. Ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu chauffieren. Aber du könntest mir ein paar Samen mitbringen. Dachte, du hast die Natur. Wenn sie da draußen ist, schon. Aber hinter einer ausreichend dicken Umbara-Glasscheibe, da geht mir das Herz auf. Gut, mal sehen, ob ich welche finde. Ja, einen haben wir ja. Mal, komm, dann müssen wir mal. Gepflanzt hat er schon. Einsam aus. Ich brauche mehr Samen. Okay. So. Da können wir wohl Holotisch benutzen. Okay. Sehen wir es uns an. Bogano 50% Kunden erkundet. Also, da kann ich ein bisschen mehr machen hier. Dotomir. Wenn du nichts. Okay. Das ist Sepho. Fangen wir mit Sepho an. Wissen Sie, so gut wie heute war ich als Pilot zuletzt auf der Weltraumakademie auf Lateron, wo ich Jahrgangsbester war. Ich wusste gar nicht, dass Lateron eine Akademie hat. Ja, die war neu. Damals. Sie sind wahrscheinlich nicht allzu oft in der Gegend. Worin wurden Sie ausgebildet? Alles. Kann ich Jäger, machen? Frachter, Kurzstrecke, Langstrecke, das volle Programm. Meine Loopings waren die wildesten von allen. Sie sind mit Frachtern Loopings geflogen? Naja, eher Kurven, mehr durfte ich ja nicht. Trotzdem war ich richtig gut. Sie hätten mich mal sehen sollen. Ganz bestimmt.
Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. Ah, okay. Ich dachte schon, ich darf nicht. Da unten tobt ein heftiger Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Oh, sieht doch lauschig aus. Ja. Oh, oh. Ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Außer der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. Okay, festhalten, festhalten, festhalten. Oh. Ah, perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Herr, hier drüben. Gute Arbeit auf Bogano. Je mehr Infos wir über Cordova und die Serfo sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Ich habe von alten Kulturen gehört, weiß aber nicht viel. Ich wusste nur, dass Cordova von den Serfo besessen war. Er hielt ihre Lehren für bedeutsam. Auch mich haben die Geheimnisse unserer Galaxis fasziniert. Du solltest aufbrechen. Hier gibt's viel zu lernen. Viel Glück. Ja, besten Dank, oder? Gut, wir gehen jetzt einmal raus. Hier umschauen. Gibt es hier irgendwo... Ja, die Tür ist zu. Wir werfen jetzt nochmal einen Blick links und rechts, damit wir wissen, was uns im nächsten Video hier so erwartet. Und dann... mache ich an der Stelle hier auch eine Pause. Wir gucken mal kurz hier rein. Das sieht spannend aus. Das nehmen wir mit. Baufällige Hangar. Imperiale Ausgrabung. Lagerkiste. Robuste Behälter für den Transport zerbrechlicher Waren. Der Behälter besteht aus einem schweren Metall, das den starken Winden auf Zephomyros standhält. Schön. Muss man wissen. Komm wieder her. Oh, es war also was drin. Neues Poncho-Material. Bravo. Na komm. Der war schöner. Gut. Da geht's nicht weiter. Ich kann sie nicht öffnen. Gut, gut, gut. Hangar, der ist frei zugänglich, den nehmen wir jetzt auch noch mit. Oh, Hangar ist vielleicht ein bisschen zu viel. Guck mal das Kistchen hier an. Hey! Was ist es? Ein neuer BD1-Skin. Blau 1. Und gefällt mir vorne besser. Gut. Jetzt aber wirklich. Wir machen eine Pause und sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.